Ja, mehr Anspannung geht wirklich nicht heute am letzten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Youth League. Und damit herzlich willkommen zum U19-Spiel unserer Borussia gegen Prag am heutigen Tag. 9 Punkte Dortmund, 9 Punkte Prag und 9 Punkte Mailand. Also das ist wirklich an Spannung kaum zu überbieten. Jetzt wird der Ball nach vorne angetrieben von unserer Nummer 21, von Jojo Schell. Toller Pass da. Aber Schiri hatte die Fahne abseits oben. Aber da haben wir gesehen, so kann es gehen. Und denke mir, allzu lange wird es bei Mokoko da auch nicht dauern. Jetzt haben wir hier den ersten Versuch da über Ferrei. Schöne Reingabe. Ansgar Knauf ist da. Aber da wird er geblockt im letzten Moment. Da ja, schön freigespielt. Ja, und du hast es gesagt, die Standards, durchaus eine Waffe, ja. Und der kommt da schon ganz schön frei zum Kopfball. Oh. Ansgar Knauf, der aber kann in der Mitte ist Mukoko gegen 2. Schön gesehen. Auch das zweite Mal, dass er eine wichtige Aktion sehen wir nochmal die Zeitlupe. Ja, da war es die Hacke des Abwehrspielers. Prag muss nochmal hinten rum aufbauen. Seitenwechsel jetzt da. Oh. Jetzt heißt es aufpassen. Luca Unbehauen. Stark. Ja, das sah eigentlich im ersten Moment harmlos aus, aber der Pass in die Tiefe dann. Ja. Der hier. Genau. Ja. Erst an Freund und Feind vorbei und dann. Emanuel Ferrei hat gar nicht gesehen, dass da einer in seinem Rücken dann durchläuft. Ja. Und dann war es Adam Tula. Aber Luca Unbehauen macht sich da richtig schön groß. Ja, da frage ich doch mal nach. Wie viel waren es da? Ich glaube 3. Ja, da und wir haben es gesagt. Eine Aktion braucht er und dann macht er so ein Traumtor. 26. Minute, der war, glaube ich, abgefälscht, aber trotzdem egal, super schön. Den nehmen wir. Das war der Hammer da. Hat er nicht lange gefackelt, er braucht eben nicht viel Aktion da. Wir sehen sicher gleich noch mal. Ja, das waren 22, 23 Metern. Da kann der Torwart nichts machen. Steht da halt auch ein bisschen weit vor dem Kasten, aber der dreht sich natürlich schön rein und dann ist es passiert. Ich weiß nicht, ob das in eurem Gespräch erwähnt wurde, aber das waren ja wirklich zwei sehr gefährliche Situationen. Aber jetzt die Chance zum 2-0. Ne, also. Gio Reyna, da kommt da relativ unverhofft da zum Abschluss, weil der Prager Abwehrspieler da drüber senzt. Und den erwischt er da leider nicht voll. Zumindest das Ergebnis, mit dem können wir gut leben. Ja. Jetzt der nächste Jetzt mal einen wichtigen Zweikampf im Mittelfeld gewonnen und das wird belohnt mit dem 2-0. Herrlich, Mukoko heute mit dem Doppelpack. Und da haben wir es gesehen, Gio Reyna eben in all seiner Übersicht, ja, mit all seiner Übersicht, mit all seiner Klasse, setzt da seinen Mitspieler schön ein. Das erste war eine tolle Einzelleistung von Mukoko. Hier wird er einfach stark in Szene gesetzt, läuft aber auch im richtigen Moment los. Ja. Und dann durch die Beine des tschechischen Keepers. Ganz cool. Im Stile eines Top-Torjägers. Mit der 2-0-Führung im Rücken, weiter Ball da. Aber schön von Emanuel Ferrei, der versucht ihn da direkt weiterzulegen per Kopf. Da kommt Gio Reyna angerauscht. Wahnsinn! Jetzt gelingt alles. Das gibt's doch nicht. Ich dachte schon, der Ball geht ins Nichts. Aber das war natürlich tolle Übersicht da von Ferrei. Und von Gio Reyna natürlich dann auch der pure Wille, da wirklich durchzulaufen. Weil eigentlich war der ja nicht zu erreichen, der Ball. Ne? Und wird er aber belohnt, auch für seinen tollen Assist zum 2-0 da jetzt mit dem eigenen Treffer. Also jetzt wird es deutlich, da sehen wir es nochmal mit der ganzen Übersicht. Emanuel Ferrei da mit dem Außenriss, toll. Und getunnelt. Höchststrafe. Ehre genommen. Trotz der 3-0-Führung unsere Jungs da von vornherein super da. Und jetzt ist Raschel mal mit vorne rein gelaufen. Ist doch toll, dass da beide Mannschaften Unterstützung bekommen. Ja, der nächste Hammer. Aber den hält er sogar fest. Respekt.
Das zum Beispiel verstehe ich jetzt nicht. Du hast wirklich einen Größenvorteil, aber schlägst den dann so rein. Das verstehe ich nicht. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, die legt das nicht weit vor, aber egal. Blitzsauberer Konter da über Emanuel Ferrei und Gio Reyna. Ja, gut. Jungs da in die Prager Kurve rein. Da sind schon wie die ganz Großen. Ne? Wird schon mal schöne Gesten Richtung Prager Fans. Das kann man sich dann vielleicht sparen. Aber klar, die freuen sich eben, die Jungs. Gut aufgepasst von Bukoko. Und da geht es wieder blitzschnell. Da über die linke Seite aller Back. Hier ist das schon im Strafraum. Und da war das 5:0. Bukoko hat es selbst eingeleitet, dann weiter auf Alabak hier und der mit seiner ganzen Übersicht dann auf Bukoko und der lässt dann eben heute dreifach klingeln. Ja, und da ist es dann doch passiert. Da sind sie einmal durchgekommen. Ramsi war da im Zweikampf, aber vielleicht sicherlich auch seiner gelben Karte geschuldet, dass er da jetzt nicht noch mal voll zur Sache geht und vielleicht auch ein bisschen im Spielstand geschuldet. Ich habe es gerade angekündigt, dass unsere Jungs da nicht nachlassen. Jetzt haben sie mich leider ein bisschen des Besseren belehrt, aber gut. Während wir hier jetzt die gelbe Karte. Oh, super. Oh, ganz locker von der Linie gefischt. Ja. Vier Stück werden sie nicht mehr schießen. Ah, gut, dass da, ich glaube, Mert Götzkan war da, der sich da noch da reingeworfen hat. Gut, dass der noch da war. Jetzt vielleicht auch noch mal ein Abschluss auf dem Feld. Reda Kadra und stehen sie sich so ein bisschen gegenseitig im Weg. Ja, war ein bisschen vorwurfsvoll so, hör mal. Ja, gut. Wie kannst du? Ich bin doch hier der für die Tore. Das liegt vor. Das soll es von uns gewesen sein. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und eben hoffentlich einen erfolgreichen mit den Profis.